Man muss Menschlichkeit haben, vielleicht. Man kann zeigen, weil das sind nicht nur Geschichte mein Mann in Hosenfeld, das sind Geschichte vieler Leute. Ja, ich freue mich eben ganz unheimlich, dass diese Idee, die 2002 entstanden ist, dass eben diese beiden, der Retter und der Gerettete, geehrt werden sollen. Das war eine ganz neue Idee bei allen sonstigen Gedenken. Es ist ein Erinnerungspreis und ich denke, gleichzeitig ist es ein Ermutigungspreis. Es wird nicht nur Herr Hosenfeld als der Retter in Uniform geehrt, sondern auch und vor allem der gerettete Wladislaw Spielmann, die sich in einem ganz bestimmten Moment ihrer Begegnung, ich nenne das Erkennen, und damit eine Brücke bauen können. Das meine ich gleichzeitig als Ermutigung für Zukünftiges, damit es nicht immer nur nach hinten gewandt ist. Die Erinnerung, ja, was lernen wir aus der Erinnerung, was kann man damit anfangen? Für Schüler ist die Beschäftigung mit Personen, die sich ihre Mitmenschlichkeit und moralische, humane Orientierung bewahrt haben, ein besonders wichtiger und noch immer viel zu selten genutzter Zugang zur Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Der Hosenfeld-Spielmann-Preis gibt dem nationalen und internationalen Gedenktag eine besondere Note. In seinem Gedenken betrachtet er nicht nur das Opfer. Stellvertretend für die rund 6 Millionen von den Deutschen umgebrachten Jüdinnen und Juden, sondern er betrachtet auch den Retter und damit auch die viel größere Zahl derjenigen, die nicht gerettet haben, die gleichgültig waren oder die Verbrechen unterstützt haben. Er erinnert an die Individuen, ihre Haltung, ihre Werte, ihr Handeln. Damit verbindet der Preis zwei Seiten und zwei Persönlichkeiten.